Alter! Geil! Junge, das Zeit ist so gut! Jo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rob Nation Kanal mit einem neuen Video. Boah, ich bin gerade so in eine Pfütze rein. Jetzt bin ich komplett nass am Fuß. Ich habe nämlich noch gar keine Enduro-Bekleidung. Das werde ich mir aber auch erst holen, wenn ich auch wirklich viel fahre, dass hier einfach Fahrradfahrer langfahren. Gestört. Sorry, falls ich dann mal kurze Zeit mal nichts spreche, aber ich bin natürlich auch konzentriert. Ja, ich nehme ja dieses Video gerade im Anschluss von meinem Vorstellungsvideo über die Maschine. Falls jemand das noch nicht gesehen hat, gerne mal abchecken. Aber dieses geräuschlose Fahren, das ist so genial, weil du halt einfach niemanden störst. Und es kann sich auch gar keiner aufregen, weil man mich nicht mal wahrnimmt. So gut. Mir ist aufgefallen, dass ich im letzten Video noch gar nichts über die Leistung und so ein paar technische Daten gesprochen habe. Das könnte ich eigentlich jetzt noch ein bisschen machen. Sie hat ja eine Nennleistung von 15 PS. Man darf die also auch mit dem A1 fahren. Nur der große Vorteil ist, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, so habe ich das jetzt irgendwie mir mal durchgelesen, die kombinierte Leistung, Nennleistung, abgefragt wird. Und das bedeutet, dass sie offiziell eine 22 PS Maschine ist, nur eingetragen mit 15. Also richtig, richtig geil. Und glaub mir, als A1 Bike, ich würde sagen, das ist das perfekte A1 Bike, wenn man halt das genügend Kleingeld hat. Genau, Baujahr. Oh shit. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ja, moin. So, wenn das Routine wird, dann wäre es richtig beschissen. Baujahr ist ein 19er und hat dann schon diesen größeren Akku. Das war mir persönlich schon wichtig. Mit dem kleinen Akku hätte ich sie mir persönlich nicht geholt. Der einzige Vorteil ist von der alten, dass es noch eine Supermoto-Version auch gab. Obwohl ich jetzt diese kombinierte Version schon arschgeil finde. Also so Straße plus Gelände. Ich bleibe mal kurz stehen und mach mal auf Stufe 3. Kann ich euch auch mal ein paar Wheelies zeigen. Boah, die geht dann gleich so viel mehr vor. Man spürt sofort den Punch. Ich habe mir auch das Diagramm mal angeschaut. Das geht dann bei der Stufe 2 so hoch und bei Stufe 3 so hoch. Also überkrass. So, ich fahre jetzt mal hier 25. Juhu! Alter, geil! Klar, ich werde jetzt immer noch schneller. Aber ich kann das Motorrad auch noch nicht perfekt einschätzen. Und deswegen ziehe ich jetzt auch noch keine kranken Wheelies. Juhu! Okay, kranke Wheelie. Yeah, Alter! Geil! Junge, das Teil ist so gut. Oh, wow! Ja, Mann. Es ist so, ich habe es so nicht bereut. Sie macht so Laune mit dem neuen Akku. Weil ich am Anfang noch am Überlegen war, ob der reicht. Der hat jetzt dieser 3,8 kW Akku da. Jetzt gerade im letzten Video, glaube ich, habe ich eh gesagt, ich glaube, so eine Dreiviertelstunde bin ich auf dem Acker gefahren. Ja, bei so Strecken wie jetzt, ein bisschen durch den Wald, ein bisschen hier, da fährst du locker deine 1,5 Stunden. Das ist schon krass. Und hier jetzt ganz ehrlich, hier braucht man wirklich gar keine Stufe 3. Die Stufe 3 ist wirklich nur fürs aggressive, ich würde sagen, Wheelie fahren und so weiter. Ich schalte jetzt auch mal wieder um. Man muss hier einfach länger oben bleiben, dann blinkt es. Stufe 1 ist halt, da kann ich auch mal zeigen, da ist er halt sehr sanft bei der Anfahrt. Gerade wenn man das Probe fährt, mal das Moped, die ersten 5 Kilometer mal ein bisschen so probieren. Da fährt es ja auch maximal nur 50 km/h. Ich weiß gar nicht, ob das möglich wäre, die sogar mit einem 50er zu fahren, wenn man per Mapping irgendwie das nur einstellt, dass nur Stufe 1 geht, wäre auch geil, weil diese 50 km/h sind so ultra schnell erreicht. Gerade für die Leute, die was, ich glaube, wenn man einen Autoführerschein abgeben tut, dann darf man doch noch 50er fahren, oder korrigiert mich da gerne mal, wenn es nicht stimmt. Aber also die 50 km/h, die sind auch so schnell erreicht. Ja, mit Stufe 1, da geht halt nicht so viel. Aber ich zeige es euch trotzdem mal jetzt. 15 km/h, ich gebe Gas. Ja, okay, hier ist der Untergrund auch ein bisschen weicher. Deswegen, sie spult halt dann auch nicht so extrem.
Und jetzt gerade hier auf diesem Untergrund ist sogar Stufe 1 mega. Und ich weiß nicht, wie lange man dann damit fährt. Aber ich hocke jetzt auch schon wieder fast eine, ja, ich würde mal sagen, fast eine halbe Stunde und ich habe noch keinen Prozent verloren. Der oberste Balken zeigt, glaube ich, an bis 80%. Also wir fahren noch über 80%, weil man halt auch nie so viel Gas gibt. Ach komm, wir fahren da jetzt noch ein bisschen hin. Wenn wir stecken bleiben, dann beende ich das Video. Machen wir einfach so. Ah, das war nur dieses Stück. Boah, sogar Stufe 1 geht ab. So, und jetzt hier im Gelände, schneller als 50, fährt man gefühlt eh nicht. Geil. Okay, da geht es jetzt, glaube ich, echt nicht mehr weiter, bevor ich stecken bleibe. Drehe ich jetzt wieder um. Oder ich beende einfach jetzt mal das Video hier. Ich fahre jetzt hier nach vorne, haben wir noch eine schöne Sicht hier und sage vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Es werden geile Videos kommen. Abonnieren bitte unbedingt. Da werde ich euch in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall guter Content geben. Mindestens, ich versuche es einmal die Woche zu schaffen. Jeden Sonntag vielleicht oder vielleicht auch zwischendurch mal, weil ich nehme es jetzt gerade hier mal auf an den Sonntag. Und ja, deswegen bleibt auf jeden Fall dran, abonniert und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.